Ich bin der Ben, ich bin von jungsfragen.de. Das heißt, ich mache jungsfragen.de auch ganz alleine, da gehören gar nicht noch mehr Leute zu. Und wir befinden uns jetzt hier gerade tatsächlich beim CSD in Darmstadt. Die Jungsfragen sind entstanden, weil ich selber in Köln in den Klassen, also tatsächlich in den Schulklassen, vorne stehe und den Kindern was über Sexualität beibringe. Das heißt, ich bin einer von diesen Sexualpädagogen, die in den Klassen stehen, um dort den Kindern irgendwas beizubringen. Und die Jungsfragen, der YouTube-Kanal Jungsfragen, ist eigentlich nur die konsequente Weiterführung dieses Unterrichts. Und im Grunde sind Jungsfragen eigentlich nur ein niedrigschwelliges Angebot für, sagen wir mal, Jungs ab 12. Mädchen können natürlich auch zugucken, überhaupt kein Problem. Aber in erster Linie richtet sich es an Jungs im Alter von circa 12 und aufwärts. Aber auch Eltern können was lernen. Das ist eigentlich für alle gut. Auch so ein CSD ist natürlich wichtig, um Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass Vielfalt in unserem Leben extrem wichtig ist, beziehungsweise dass sie auch überhaupt existiert. Also es ist Quatsch, irgendwie den Kindern nichts von Homosexualität oder Transsexualität etc. pp. Irgendwie vorzuenthalten. Denn die Sachen sind real und das muss man den Kindern einfach auch schon frühzeitig zeigen. Und da ist so ein CSD wunderbar. Und da ich auf YouTube nicht an jeden rankomme, ist es wichtig, dass ich auch auf so einem CSD rumhänge und dort dann mit der Zielgruppe mehr oder weniger tatsächlich in Kontakt trete. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum gerade bei Jugendlichen oder sogar schon bei Kindern irgendwie anfangen. Das ist aber extrem wichtig. Und zwar merken Jugendliche schon relativ früh, was mit ihnen los ist. Also gerade wenn Kinder und Jugendliche merken, ich bin irgendwie anders, also das sprich, ich bin homosexuell, ich stehe irgendwie auf das gleiche Geschlecht, dann müssen die frühzeitig wissen, dass das vollkommen okay ist. Und andere Kinder, die heterosexuell bleiben, die also wissen, okay, ich stehe aufs andere Geschlecht, die müssen aber wissen, dass es auch Leute gibt, die anders sind. Und die müssen einfach lernen, dass das auch vollkommen okay ist, dass andere Leute nicht so sind wie sie selbst. Und deswegen muss man da früh anfangen. Denn je früher man irgendwie den Kindern beibringt, das ist alles vollkommen okay, desto besser nehmen die das auch auf. Stellen wir uns einfach die Situation vor, irgendwie auf dem Spielplatz. Auf dem Spielplatz spielen wirklich alle Kinder miteinander. Egal welche Hautfarbe, egal welches Elternhaus, da hat keiner Probleme miteinander. Und sobald dann da irgendwie falsche Eindrücke von Eltern oder von externen dazukommen, fangen die auf einmal an, sich gegenseitig irgendwie zu hassen oder zu reiben und so. Und das ist natürlich das Zeichen dafür, dass man früh anfangen muss, um früh zu sagen, es ist alles völlig okay mit dir.